die Dortmunder Nordstadt. Hier liegt der Borsigplatz. Der Stadtteil gilt als Problemviertel. Es gibt hier aber auch viele Ehrenamtliche, die ihre Zeit mit anderen Menschen teilen, um ihnen etwas Gutes zu tun. André Körnig kommt jeden Tag zur sozialen Einrichtung Borsig 11. Hier verbringt er viel Zeit mit Kindern und Jugendlichen. Er unterstützt Kunstprojekte, hilft bei den Hausaufgaben und ist Ansprechpartner. Er ist häufig der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. 2 bis 3 Straßen war zu Ende und dann haben sich Herr Polüke und Herr Meintke überlegt, einen Verein, einen Machbarschaftsverein, also einen Nachbarschaftsverein zu gründen. Und da bin ich dann sofort mit eingestiegen, weil ich die Idee so gut fand und wir uns ja alle über 2 bis 3 Straßen, also über das Buch schon kannten und ja, Herr Meintke und Herr Polüke ja, hier was vorhatten, hier was verändern wollten mit den Kindern, mit den Nachbarn und daraufhin habe ich dann gesagt, da möchte ich gerne mitmachen. An diesem Tag bedeutet das für André Körnig Spaß mit den Kindern beim Malen zu haben. Und das ist die Farbe, die nicht rausgeht. Nein, nein, das geht in die Masse. Jetzt echt mehr ums Farben mischen als ums Aus eigener Erfahrung weiß er, dass Kinder jemanden brauchen, der viel Zeit mit ihnen verbringt. Weil das damals schon meine Großeltern und Eltern mit mir gemacht haben. Und weil das immer viel Spaß gemacht hat. Und ich möchte, dass es euch genauso gut geht wie mir. Dass ihr auch jemanden habt, der sich mit euch die Zeit teilt. Was nach wildem Farbgemische aussieht, ist oft genau durchdacht. Hat einfach nur blau, schwarz, kaminrot und dunkles Rot zusammengemischt und das auch das Glatt gemacht. Aber Kinder sind nicht die einzigen, die André Körnig unterstützt. Und weil hier im Umkreis die ganzen Geschäfte zugemacht haben, gehe ich dann auch noch mit den Älteren hier aus der Stadt einkaufen. Also wir setzen uns wirklich mal ein Auto, fahren zum Aldi oder zum Kaufland und ja, dann machen die ihren Monatseinkauf. Und ich trage denen dann noch die Sachen in die Wohnung. Es gibt auch Projekte, bei denen sich die Nachbarn untereinander helfen. Unter anderem die Borsig 11 Weltbücherei. Da sind Bücher in verschiedenen Sprachen drin. Alle gespendet von den Nachbarn. Wir haben ja hier eine multikulturelle Gesellschaft und daher die verschiedenen Sprachen. Da kann man sich Bücher ausleihen, kann die zurückbringen. Jeder bringt sein Lieblingsbuch, damit andere das auch lesen können. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel zum Teilen. Wir haben verschiedenste solcher Projekte. Da gibt es zum Beispiel auch die Giftbox, wo Nachbarn oder überhaupt Besucher Dinge ablegen, die sie nicht mehr brauchen, von denen sie aber denken, dass andere die noch brauchen können. Als nächstes steht wieder ein Kunstprojekt an. Hier machen Künstler gemeinsam mit den Bürgern aus der Nachbarschaft die Gegend schöner. Im Mai soll das Projekt Public Residence starten. Und hier ist noch dein Kochbuch. André Körnig ist auch bei diesem Projekt mit dabei. Jetzt ist aber erstmal Feierabend. Zeit für die Familie.